kommt zu einem Mann, der den schönen Namen trägt, den ich eben hinter der Bühne geübt habe. Kai Plotschinik. Ich hoffe, das ist richtig. Von der TU Chemnitz im Fachbereich Informatik. Und der Titel seines Themas ist, was Sie schon immer über Komplexitätstheorie wissen wollten. Großer Applaus für Kai. Jo, Kreuzberg, seid ihr gut drauf? Noch, denn jetzt kommt theoretische Informatik. Und zwar, ich habe in theoretischer Informatik promoviert und mein Forschungsgebiet war die probabilistische Analyse von Approximationsalgorithmen für kombinatorische Optimierungsprobleme. Und das Schlimme ist, das war wirklich so. Und einige von euch werden sich bestimmt fragen jetzt, ach du Schande, naja, kann ja irgendwie anstrengend werden. Ist schon richtig, aber wenn ihr gut aufpasst, lernt ihr was über Informatik und die macht bekanntlich sexy, wie man auf diesem, an dieser Fachinformatikerin sehen kann. Und ich habe vor 27 Jahren meinen ersten Computer bekommen und ich habe echt eine Menge Schrott zu Hause stehen. Aber wenn mir einer sagen kann, was das für ein Teil ist, kriegt er ein Freibier von mir. Okay, so, nehmen wir mal folgendes semi-realistisches Szenario. Die bekannte Firma Cheapisoft, die will eine neue Software auf den Markt bringen, den Partyplaner 2.0. Ja, der soll jetzt hier die Tische automatisch, diese Leute verteilen können auf die Tische. Und wie soll das gehen? Nehmen wir mal eine typisch amerikanische Durchschnittsfamilie hier. Zwei Eltern, zwei missratene Kinder und Onkel und Tante. Und aus der Vergangenheit weiß man, da gibt es immer Stress in gewissen Konstellationen. Zum Beispiel hier die Mutter, ja, die wischt immer mit so einem angespuckten Lappen da dem Sohn durchs Gesicht oder so. Und jetzt haben wir da die Konflikte modelliert durch einen sogenannten Graphen. Die Knoten stehen für die Person und die Kanten für, ja, besser nicht an einen Tisch, ne? Und den Graphen, den können wir jetzt dem Partyplaner 2.0 sozusagen geben. Und der soll dann die Leute so auf Tische verteilen, dass es nicht eskaliert. Und damit irgendwie noch Gemütlichkeit aufkommt, soll er ja möglichst wenig Tische verbrauchen. Wie könnte der das machen? Naja, der nimmt erstmal eine größte konfliktfreie Auswahl, eine größte Auswahl ohne Kanten dazwischen. Die drei Leute hier, die vertragen sich, die kommen an einen Tisch, der gelbe Tisch. Ja, dann nimmt die Software wieder hier die beiden Leute ohne Kante und der kommt an den Katzentisch, der zofft sich sowieso mit allen. So, das heißt, die Firma möchte eigentlich folgendes Problem lösen. Gegeben so ein Graph, finde eine größte konfliktfreie Auswahl. Und wenn die dieses Problem lösen können, schnell, dann können die auch das Partyproblem lösen und umgekehrt. Also es reduziert sich zu der Fragestellung, kann man das Problem schnell lösen? Ja, eben dieses kombinatorische Optimierungsproblem wollen die lösen. Und das Problem ist bloß jetzt, die Leute von Cheapisoft, die Informatiker, die sitzen da seit Monaten, finden nichts. Der Chef dreht langsam durch, der sagt, seid ihr doof oder was? Ihr kommt von der Uni, verdient ein Heidengeld hier und so ein blödes Problem kriegt der nicht in den Griff. Naja, die sind in bester Gesellschaft, denn trotz jahrzehntelanger Forschung ist kein schneller Algorithmus bekannt für dieses Problem, der also gute Lösungen garantiert. Und jetzt könnte man sich fragen, sind wir einfach zu blöd oder haben wir nicht hart genug geforscht? Ja, nee, denn da haben auch Leute wie die beiden Herren hier dran geforscht, Richard Karp und Johann Horstadt. Und hier steht's, die sind nämlich einfach unheimlich schlau. Aber die haben trotzdem keinen schnellen Algorithmus gefunden dafür. Und die beiden sind aber Komplexitätstheoretiker, ja, die haben nämlich was ganz Interessantes gezeigt. Die beiden Ergebnisse der Herren zusammen sagen, unter einer gewissen kryptischen Annahme, P ungleich NP, existiert überhaupt kein schneller Algorithmus für das größte konfliktfreie Tischproblem, ja. Und Annahme hier oder diese Vermutung P ungleich NP, die ist irgendwie ein bisschen kompliziert, um die hier zu geben, aber so intuitiv ist die Klasse P eine Menge von Problemen, von denen man weiß, die kann man schnell lösen. NP enthält auf jeden Fall diese Probleme und noch einige, oder man vermutet, dass die noch mehr enthält, nämlich Probleme, die man nicht schnell lösen kann. Und wenn es gelingen würde, zu zeigen, dass die beiden Klassen ungleich sind, dann hätte man bewiesen, ja, braucht man gar nicht suchen nach dem Algorithmus, gibt's nicht. Die Frage P ungleich NP oder nicht, ist die größte ungelöste Fragestellung der theoretischen Informatik, ist seit 40 Jahren ungelöst und in der Tat, ich stehe hier gerade vor, mit $1 Million dotiert, wer es also findet. Und ich habe auch mal dran gearbeitet, aber hat irgendwie nicht geklappt bisher. Also scheinbar die einzige Methode, gute Lösungen zu finden, ist, probiere alle Möglichkeiten aus. Was heißt das jetzt? Naja, wir können erstmal hier die drei Knoten nehmen, da sind keine Kanten dazwischen. Hier, die geht auch, ist eine Lösung. Die vier Knoten gehen nicht, da ist eine Kante dazwischen. Und wenn wir jetzt alles ausprobiert haben, dann kennen wir die beste Lösung.
Problem ist, wie lange dauert das? Wir haben ja für jeden Knoten zwei Möglichkeiten, rein oder nicht. Das heißt, wir haben 2 hoch 6, also 2 hoch Knotenanzahl viele Möglichkeiten. Ist in dem kleinen Beispiel hier 64, geht noch. Aber das feine Detail ist, die Knotenanzahl, die steht hier oben im Exponenten. Und das ist exponentielles Wachstum. Und wer sich an Schulunterricht erinnert, der weiß, das endet immer in dem Bild auf der rechten Seite. Kann man nicht beherrschen, ja. Und nochmal zur Verdeutlichung, nehmen wir mal einen PC von zu Hause, den habt ihr da rumstehen, 2 Gigahertz, 2 Milliarden Takte pro Sekunde. Angenommen, der könnte in jedem Takt eine Möglichkeit durchprobieren. Dann bräuchte der bei einer Partygröße von 31 Personen eine Sekunde. Aber schon bei 56 Personen, was schätzen Sie denn, wie lange der brauchen würde? Ein Jahr! Richtig! Ja. Und bei 67 Personen? 13, nee, dauert ein bisschen länger. 2000 Jahre, da hätten wir bei Christi Geburt anfangen müssen mit dem Rechnen und heute wäre der Rechner kaputt, geht halt nicht. So, hier bei 82 Personen. 1 Million Jahre. Da hinten nochmal. Richtig, da ist der Tyrannosaurus Rex über die Erde gestampft, als wir sozusagen den Rechner angeschmissen haben und heute wäre er halt auch kaputt irgendwie. Und ja, also im Endeffekt geht nicht, ne? So, und jetzt ist natürlich das Problem, was machen die da? Die wollen ja die Software rausbringen, der Katalog ist schon gedruckt. Die kriegen langsam Angst irgendwie, ne? Problem ist nicht lösbar. Ja, don't panic erstmal. Ursprünglich haben die ja nach einem Algorithmus gesucht, der immer eine gute Lösung garantiert. Der existiert vermutlich nicht nach dieser kryptischen Annahme P ungleich NP. Aber einige bekannte schnelle Algorithmen sind auf vielen Eingaben ziemlich gut. Und jetzt macht man einfach eine probabilistische Analyse. Ja, man bestimmt nicht das Worst Case, sondern das durchschnittliche Verhalten von so einem Algorithmus. Und wenn ich zeigen kann, dass der mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie gut ist, dann reicht es ja. Ja, dann schlägt der nie fehl und die Software funktioniert einfach bei allen Leuten. Und in der Tat macht man sowas für dieses größte konfliktfreie Tischproblem. Und die Herren Paul Erdős und Alfred Rehny haben sich vor mittlerweile 60 Jahren auch so ein das Erdős-Rehny-Modell von zufälligen Graphen dafür erfunden. Und das geht ungefähr so. Wir haben einen Graphen hier mit 4 Knoten, 6 potenzielle Kanten gestrichelt und jetzt schmeiße ich eine Münze für jede Kante. Frag mich, soll die rein? Ja, bei Kopf kommt die rein. Okay, ist drin. Nächste Kante, nö, ist Zahl, kommt raus. Und so kriege ich dann einen zufälligen Graphen. Und das mache ich jetzt also in einer Analyse, in einer mathematischen, in Gedanken sehr oft. Und ich bestimme, was macht mein Algorithmus im Durchschnitt darauf, ja. Und die Intuition von so einem Zufallsgraphen hier ist die eines typischen Graphen in der Realität. Und wenn ich zeigen kann, dass mein Algorithmus im Durchschnitt gut ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf so einem Zufallsgraphen, dann kann ich davon ausgehen, dass der auch auf den echten Partygraphen ganz gut sein wird. Und in der Tat sind bekannte schnelle Algorithmen für das größte konfliktfreie Tischproblem im Schnitt ziemlich gut. Und ja, da kann Shippysoft ganz entspannt sein, die hauen den schnellen Algorithmus rein, der läuft, ja, und die Software wird funktionieren. Was hat das mit meiner Promotion zu tun? Ich habe mir in meiner Promotionszeit für verschiedene kombinatorische Optimierungsprobleme ja, solche Analysen angeguckt, also auf zufälligen Eingaben, auch das größte konfliktfreie Tischproblem in einem anderen Zufallsmodell. Und ja, das habe ich halt in meiner Promotionszeit gemacht. Noch etwas zum Schluss, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben ja irgendwie ziemlich viel Quatsch gemacht hier, aber zwei Dinge wären wichtig, ja, für mich, dass sie jeder mit nach Hause nimmt. Erstens, Computer werden halt immer schneller und man glaubt halt, in 3 Jahren sind die so schnell, die haben halt beliebig viel Speicher, kann man alles mit lösen. Stimmt halt nicht. Ja. Es gibt einfach zu formulierende, praktisch relevante Probleme, die man wahrscheinlich nie lösen können wird mit den Dingern. Unter dieser Annahme P ungleich NP, wo aber alle Experten dran glauben. Und das Zweite ist eine Analogie zum normalen Leben. Auch wenn es im schlimmsten Fall mal schief gehen kann, meistens geht irgendwie alles gut. Und dann ja, läuft das schon. Ne? Und, Moment. Ja, ja. Was? P gleich NP bewiesen? Ja, aber da bricht ja die ganze theoretische Informatik zusammen. Ja, okay. Ja, ist halt nicht ungleich, sondern P ist halt gleich NP. Dann höre ich mal auf für heute. Das war Kai.
Lösung zu finden ist, probiere alle Möglichkeiten aus. Was heißt das jetzt? Naja, wir können erstmal hier die drei Knoten nehmen, da sind keine Kanten dazwischen. Hier, die geht auch, ist eine Lösung. Die vier Knoten gehen nicht, da ist eine Kante dazwischen. Und wenn wir jetzt alles ausprobiert haben, dann kennen wir die beste Lösung. Problem ist, wie lange dauert das? Wir haben ja für jeden Knoten zwei Möglichkeiten, rein oder nicht. Das heißt, wir haben 2 hoch 6, also 2 hoch Knotenanzahl viele Möglichkeiten. Ist in dem kleinen Beispiel hier 64, geht noch. Aber das feine Detail ist, die Knotenanzahl, die steht hier oben im Exponenten. Und das ist exponentielles Wachstum. Und wer sich an Schulunterricht erinnert, der weiß, das endet immer in dem Bild auf der rechten Seite. Kann man nicht beherrschen, ja. Und nochmal zur Verdeutlichung, nehmen wir mal einen PC von zu Hause, den habt ihr da rumstehen, 2 Gigahertz, 2 Milliarden Takte pro Sekunde. Angenommen, der könnte in jedem Takt eine Möglichkeit durchprobieren. Dann bräuchte der bei einer Partygröße von 31 Personen eine Sekunde. Aber schon bei 56 Personen, was schätzen Sie denn, wie lange der brauchen würde? Ein Jahr! Richtig! Ja. Und bei 67 Personen? 13, nee, dauert ein bisschen länger. 2000 Jahre, da hätten wir bei Christi Geburt anfangen müssen mit dem Rechnen und heute wäre der Rechner kaputt, geht halt nicht. So, hier bei 82 Personen. 1 Million Jahre. Da hinten nochmal. Richtig, da ist der Tyrannosaurus Rex über die Erde gestampft, als wir sozusagen den Rechner angeschmissen haben und heute wäre er halt auch kaputt irgendwie. Und ja, also im Endeffekt geht nicht, ne? So, und jetzt ist natürlich das Problem, was machen die da? Die wollen ja die Software rausbringen, der Katalog ist schon gedruckt. Die kriegen langsam Angst irgendwie, ne? Problem ist nicht lösbar. Ja, don't panic erstmal. Ursprünglich haben die ja nach einem Algorithmus gesucht, der immer eine gute Lösung garantiert. Der existiert vermutlich nicht nach dieser kryptischen Annahme P ungleich NP. Aber einige bekannte schnelle Algorithmen sind auf vielen Eingaben ziemlich gut. Und jetzt macht man einfach eine probabilistische Analyse. Ja, man bestimmt nicht das Worst Case, sondern das durchschnittliche Verhalten von so einem Algorithmus. Und wenn ich zeigen kann, dass der mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie gut ist, dann reicht es ja. Ja, dann schlägt der nie fehl und die Software funktioniert einfach bei allen Leuten. Und in der Tat macht man sowas für dieses größte konfliktfreie Tischproblem. Und die Herren Paul Erdős und Alfred Rehny haben sich vor mittlerweile 60 Jahren auch so ein das Erdős-Rehny-Modell von zufälligen Graphen dafür erfunden. Und das geht ungefähr so. Wir haben einen Graphen hier mit 4 Knoten, 6 potenzielle Kanten gestrichelt und jetzt schmeiße ich eine Münze für jede Kante. Frag mich, soll die rein? Ja, bei Kopf kommt die rein. Okay, ist drin. Nächste Kante, nö, ist Zahl, kommt raus. Und so kriege ich dann einen zufälligen Graphen. Und das mache ich jetzt also in einer Analyse, in einer mathematischen, in Gedanken sehr oft. Und ich bestimme, was macht mein Algorithmus im Durchschnitt. Schnitt da drauf, ja. Und die Intuition von so einem Zufallsgraphen hier ist die eines typischen Graphen in der Realität. Und wenn ich zeigen kann, dass mein Algorithmus im Durchschnitt gut ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf so einem Zufallsgraphen, Exponenten, und das ist exponentielles Wachstum. Und wer sich an Schulunterricht erinnert, der weiß, das endet immer in dem Bild auf der rechten Seite, kann man nicht beherrschen, ja. Und nochmal zur Verdeutlichung, nehmen wir mal einen PC von zu Hause, den habt ihr da rumstehen, 2 Gigahertz, 2 Milliarden Takte pro Sekunde. Angenommen, der könnte in jedem Takt eine Möglichkeit durchprobieren. Dann bräuchte der bei einer Partygröße von 31 Personen eine Sekunde. Aber schon bei 56 Personen, was schätzen Sie denn, wie lange der brauchen würde? Ein Jahr! Richtig! Ja. Und bei 67 Personen? 13, nee, dauert ein bisschen länger. 2000 Jahre, da hätten wir bei Christi Geburt anfangen müssen mit dem Rechnen und heute wäre der Rechner kaputt, geht halt nicht. So, hier bei 82 Personen. 1 Million Jahre. Da hinten nochmal. Richtig, da ist der Tyrannosaurus Rex über die Erde gestampft, als wir sozusagen den Rechner angeschmissen haben und heute wäre er halt auch kaputt irgendwie. Und ja, also im Endeffekt geht nicht, ne? So, und jetzt ist natürlich das Problem, was machen die da? Die wollen ja die Software rausbringen, der Katalog ist schon gedruckt. Die kriegen langsam Angst irgendwie, ne? Problem ist nicht lösbar. Ja, don't panic erstmal. Ursprünglich haben die ja nach einem Algorithmus gesucht, der immer eine gute Lösung garantiert. Der existiert vermutlich nicht nach dieser kryptischen Annahme P ungleich NP. Aber einige bekannte schnelle Algorithmen sind auf vielen Eingaben ziemlich gut. Und jetzt macht man einfach eine probabilistische Analyse. Ja, man bestimmt nicht das Worst Case, sondern das durchschnittliche Verhalten von so einem Algorithmus. Und wenn ich zeigen kann, dass der mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie gut ist, dann reicht es ja. Ja, dann schlägt der nie fehl und die Software funktioniert einfach bei allen Leuten. Und in der Tat
Macht man sowas für dieses größte konfliktfreie Tischproblem? Und die Herren Paul Erdős und Alfred Rehny haben sich vor mittlerweile 60 Jahren auch so ein, das Erdős-Rehny-Modell von zufälligen Graphen dafür erfunden. Und das geht ungefähr so. Mal haben wir einen Graphen hier mit 4 Knoten, 6 potenzielle Kanten gestrichelt und jetzt schmeiße ich eine Münze für jede Kante. Frag mich, soll die rein? Ja, bei Kopf kommt die rein. Okay, ist drin. Nächste Kante, nö, ist Zahl, kommt raus. Und so kriege ich dann einen zufälligen Graphen. Und das mache ich jetzt also in einer Analyse, in einer mathematischen, in Gedanken sehr oft. Und ich bestimme, was macht mein Algorithmus im Durchschnitt. Schnitt da drauf, ja. Und die Intuition von so einem Zufallsgraphen hier ist die eines typischen Graphen in der Realität. Und wenn ich zeigen kann, dass mein Algorithmus im Durchschnitt gut ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf so einem Zufallsgraphen, dann kann ich davon ausgehen, dass der auch auf den echten Partygraphen ganz gut sein wird. Und in der Tat sind bekannte schnelle Algorithmen für das größte konfliktfreie Tischproblem im Schnitt ziemlich gut. Und ja, da kann Shippysoft ganz entspannt sein, die hauen den schnellen Algorithmus rein, der läuft, ja, und die Software wird funktionieren. Was hat das mit meiner Promotion zu tun? Ich habe mir in meiner Promotionszeit für verschiedene kombinatorische Optimierungsprobleme ja, solche Analysen angeguckt, also auch zufälligen Eingaben. Auch das größte konfliktfreie Tischproblem. Hier die 3 Knoten nehmen, da sind keine Kanten dazwischen. Hier, die geht auch, ist eine Lösung. Die 4 Knoten gehen nicht, da ist eine Kante dazwischen. Und wenn wir jetzt alles ausprobiert haben, dann kennen wir die beste Lösung. Problem ist, wie lange dauert das? Wir haben ja für jeden Knoten 2 Möglichkeiten, rein oder nicht. Das heißt, wir haben 2 hoch 6, also 2 hoch Knotenanzahl viele Möglichkeiten. Ist in dem kleinen Beispiel hier 64, geht noch. Aber das feine Detail ist, die Knotenanzahl, die steht hier oben im Exponenten. Und das ist exponentielles Wachstum. Und wer sich an Schulunterricht erinnert, der weiß, das endet immer in dem Bild auf der rechten Seite. Kann man nicht beherrschen, ja. Und nochmal zur Verdeutlichung, nehmen wir mal einen PC von zu Hause, den habt ihr da rumstehen, 2 Gigahertz, 2 Milliarden Takte pro Sekunde. Angenommen, der könnte in jedem Takt eine Möglichkeit durchprobieren. Dann bräuchte der bei einer Partygröße von 31 Personen 1 Sekunde. Aber schon bei 56 Personen, was schätzen Sie denn, wie lange der brauchen würde? 1 Jahr! Richtig! Ja. Und bei 67 Personen? 13, nee, dauert ein bisschen länger, 2000 Jahre, da hätten wir bei Christi Geburt anfangen müssen mit dem Rechnen und heute wäre der Rechner kaputt, geht halt nicht. So, hier bei 82 Personen, 1 Million. Da hinten nochmal, richtig, da ist der Tyrannosaurus Rex über die Erde gestampft, als wir sozusagen den Rechner angeschmissen haben und heute wäre er halt auch kaputt irgendwie. Und ja, also im Endeffekt geht nicht, ne? So, und jetzt ist natürlich das Problem, was machen die da? Die wollen ja die Software rausbringen, der Katalog ist schon gedruckt. Die kriegen langsam Angst irgendwie, ne? Problem ist nicht lösbar. Ja, don't panic erstmal. Ursprünglich haben die ja nach einem Algorithmus gesucht, der immer eine gute Lösung garantiert. Der existiert vermutlich nicht nach dieser kryptischen Annahme P ungleich NP. Aber einige bekannte schnelle Algorithmen sind auf vielen Eingaben ziemlich gut. Und jetzt macht man einfach eine probabilistische Analyse. Ja, man bestimmt nicht das Worst Case, sondern das durchschnittliche Verhalten von einem Algorithmus. Und wenn ich zeigen kann, dass der mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie gut ist, dann reicht es ja. Ja, dann schlägt der nie fehl und die Software funktioniert einfach bei allen Leuten. Und in der Tat macht man sowas für dieses größte konfliktfreie Tischproblem? Und die Herren Paul Erdős und Alfred Rehny haben sich vor mittlerweile 60 Jahren auch so ein, das Erdős-Rehny-Modell von zufälligen Graphen dafür erfunden. Und das geht ungefähr so. Mal haben wir einen Graphen hier mit 4 Knoten, 6 potenzielle Kanten gestrichelt und jetzt schmeiße ich eine Münze für jede Kante. Frag mich, soll die rein? Ja, bei Kopf kommt die rein. Okay, ist drin. Nächste Kante, nö, ist Zahl, kommt raus. Und so kriege ich dann einen zufälligen Graphen. Und das mache ich jetzt also in einer Analyse, in einer mathematischen, in Gedanken sehr oft. Und ich bestimme, was macht mein Algorithmus im Durchschnitt. Schnitt da drauf, ja. Und die Intuition von so einem Zufallsgraphen hier ist die eines typischen Graphen in der Realität. Und wenn ich zeigen kann, dass mein Algorithmus im Durchschnitt gut ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf so einem Zufallsgraphen, dann kann ich davon ausgehen, dass der auch auf den echten Partygraphen ganz gut sein wird.